Der Vorbuddler sagt mal wieder Schifferheu und ist vollgepackt bis unter beide Kniescheiben. Und er fährt jetzt auch mal standesgemäß mit dem Boot. Ja, mit dem Boot sind wir losgefahren. Mit dem Boot sollen wir auch wieder heimkehren. Obwohl es sich irgendwie überhaupt nicht lohnt, denn wir kommen eh nur bis zu der Bucht da vorne. Ja, auf jeden Fall haben wir eine schöne, tolle Mine entdeckt. Auch eine schöne Landschaft. Also ein nettes Tal und alles. Das war eigentlich im Grunde mal von ein paar unwesentlichen Zwischenfällen abgesehen. Und dass ich immer noch nicht gelernt habe, vernünftig aus Booten auszusteigen. Da war das eigentlich eine ganz schöne Expedition. Okay, ich meine, die Leute gucken jetzt alle hier, weil ich jetzt keinen Matrosenanzug mehr anhabe. Ne? Der ist mir ja leider zerfetzt worden. Ja, ich glaube, ich mache das sogar mal, dass ich mal... Kann man die Textur für diesen Lederanzug da eigentlich auch bearbeiten? Ich weiß das gar nicht. Habe ich noch nie gesehen, irgendwie. Das wäre es natürlich. Wolle habe ich, glaube ich, noch ein paar Slots frei, dass wir noch ein bisschen stapeln können. So. Und dann sind wir auch fast schon wieder zu Hause. Da sehen wir schon das schöne, hohe Gras. Das ist immer wieder schön anzusehen. Ah, ist natürlich alles inzwischen zerbombt. Das habe ich lange nicht gesehen hier. Na. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal... Ihr seht, ich habe auch echt total viele Sachen mit nach Hause gebracht. Wertvolles Zeug. Können wir jetzt hier mal ablegen. So, leider keinen Dungeon gefunden. Das ist das einzige Blöde an der Reise, ne? Redstone kann auch hier gelandet werden. Auch wir haben hier noch Gold und Silber. Und was können wir noch lassen hier? Gucken wir mal noch hier. Pflanzen können wir loswerden. Das ist schön, man macht das, man hält die Shift-Taste gedrückt, ne? Und dann kann man hier wunderbar einfach einmal draufklicken und dann wird das alles schön einsortiert. Ja? Ich finde das gut. Da ist noch ein Pilz. Da auch noch ein Korn. Oh, die ganze Kohle. Wo lassen wir die denn? Die Kohle, die kommt hier in diese Ressourcenkiste. Haben wir denn oben noch Platz für Kohle? Nein, nein, nein. Ah, vor allem nehmen wir die jetzt hier auch mal raus. Dann kriegt die da unten, hat die mehr Platz. Da hat die eine dominantere Aussicht. So. Eine ganze Menge, ne? Oh. Das merkt man gar nicht, wenn man das so abbaut. Das ist enorm, wirklich. Wirklich enorm. Jetzt gucken wir mal hier nochmal. Hier Flint kann da rein. Ja, genau, 64. Ha. Das hier, Birke, Wolle haben wir vergessen, da eben rüber zu legen. Schön, das kann wieder hier hin, das kann wieder da hin. Wo sind denn Pfeile? Haben wir sogar auch noch welche über. Fackeln wieder dahin, dann können wir hier noch ein paar Koteletts braten und noch ein Schwert mitnehmen, die Schaufel dorthin. Die Hacke, die lassen wir jetzt gleich mal wieder in Sicherheit. Da ist auch schon wieder einer am Plärren, hier ist noch was Holz. Da Koppelstein weglegen, das können wir mitnehmen, das ist alles okay. Ein Schild kann man auch immer mal gebrauchen. Dann legen wir noch einfach die Wolle hier weg und dann machen wir einfach hier noch die Waffen da rein. Da haben wir schon zwei Hacken hier. Ist das nicht schön? Stimmt, das ist nicht schön. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier, was haben wir denn eigentlich alles verpasst hier? Ist immer noch dieser komische Zoo, der nicht funktioniert. Wann haben wir hier? Machen wir mal eine Bestandsaufnahme. Oh, das können wir doch mal machen. Das mache ich mal eben. Komm. Das mache ich mal eben. Ich hacke hier noch den Boden auf. Ich will mal einfach wissen, wie das aussieht. Na, wenn wir hier unsere Folterkammer, ich sag ja immer Sadomaso-Keller, da kriegen dann manche Leute immer Angst, wenn ich das sage. Die denken, ne, das ist dann jetzt hier gefährlich, ne, aber ist es ja auch. Ja. Ungefährlich ist woanders. So. Na, also, das geht doch wunderschön. Und dann mache ich nämlich jetzt gleich als nächstes, das müsste eigentlich alles, ja super, jetzt haben wir natürlich in diesem Augenblick auch keine Axt mehr. Also. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Da. So. Einfach noch eine Hacke bauen.
Und dran denken, wenn der Vorbuddler wieder wirres Zeug erzählt. Und dann einfach mal auf minenarbeit.de/glossar gucken. Da stehen Koordinaten, da stehen Fachbegriffe und aller mögliche andere Sums. Ja, was wollte ich denn noch? Ho ja, genau. Wolle und rote Farbe. Und dann mache ich rote Wolle. Das kann ich auch hier im Inventar machen. Hau weg den Scheiß. So. Die hatte ich ja extra mal noch umgeändert, die rote Wolle. Dass die nicht rot-weiß gestreift ist. Die habe ich ja früher immer als Prellbock benutzt. Sondern damit die rot-schwarz gestreift ist. Damit die so ein bisschen, ja, übler aussieht irgendwie. So ein bisschen dunkler, ein bisschen gruseliger. Und das, ob das jetzt auch überhaupt wirkt, möchte ich jetzt gerade feststellen. Wenn ich denn hier mal auch überhaupt das schaffe, den ganzen Boden. Das waren jetzt doch mehr, als ich überhaupt habe, glaube ich, ne? Aber ja. Oh, wie schade. So kann man jetzt hier noch so. Ah, ist schon strange. Ja. Wenn man jetzt noch die Seiten mit Schwarz ein bisschen verkleidet. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit meiner Nase los ist. Die ärgert mich heute total. Rennen wir nochmal runter. Mann. Ach, ihr dürft ruhig Gesundheit sagen, denn ich habe gerade genießt. Und das habe ich auch genossen. Also genossen, ne? Ich danke für eure Gesundheitsgrüße. Es ist irgendwas los mit meiner Nase. Die kann den ganzen Minenstaub, den Kohlenstaub nicht ab. Vielleicht sollte ich mich mal da testen lassen, ob ich da auch allergisch gegen bin. Ja, genau, da kommt auch so ein Geräusch und macht uns hier Angst. Jetzt stelle ich in die Ecke mal so schwarze Pfosten. So richtig so. Ah, ne? Das sieht ja schon kultig aus, so ein bisschen wie so ein. Oh, guck mal hier, ne? Kultig, dieser. Hier können wir so einen Schrein in die Wand bauen, ja, mit Feuer drin und so. Holz, so. Haben wir denn hier so dieses dunkle Holz brauchen wir? Komm, dieses von der Pinie. Und dann laufen wir wieder rüber zu der Kiste. Und dann haben wir da gar kein Holz drin, weil das Holz ja ganz woanders gelagert ist. Nämlich hier. Wut. Ja, da bauen wir mal schön Wutti Frutti einen Türrahmen. Nein, Quatsch, einen Schrein wollte ich bauen. Oh, sieht cool aus hier. Das ist ja immer der Effekt, der ist mir wichtig. Wie sieht etwas aus, wenn man da das erste Mal reinkommt? Na, wenn man jetzt so hier so. Oh, das sieht echt irre aus, finde ich. So, dann hau ich diese ganze Stelle. Ich hoffe mal, das geht auch. Die ganze Wand soll weg. Ja, und dann sind wir auch draußen. Das war jetzt irgendwie nicht so toll. Das habe ich befürchtet. Jetzt stehen wir hier genau in unserem Tunnel. Ach nee, das ist aber jetzt schade. So habe ich das jetzt nicht gehabt, gedacht. Habe ich jetzt nicht so vorgehabt. Auch schade. Vielleicht kann man da irgendwas anderes machen. Oder auf einer anderen Wand hier links. Das geht doch bestimmt auch. Nur gegenüber der Eingangstüre wäre das ja schöner gewesen, ne? Oder wir bauen den Tunnel an dieser Stelle einfach nicht doppelt. Aber dann ist es auch hässlich. Ach, wie man es macht, macht man es verkehrt. Dann bauen wir hier wieder. Erstmal komm, ich hau wieder mit Koppelstein hier rein. Irgendwie so. So wollte ich eigentlich den Holzrahmen bauen, ne? Und dann hier. Naja. Ist ja nicht gut, wenn man von außen in die Folterkammer reingucken kann. So, was ist mit der Wand? Die ist genauso groß. Ne? Und da kann man doch hier vielleicht. Ne? So. Ah ja, das ist auch schön, wenn man die Fackeln dann mal jetzt anders hinhängt. So. Aber das ist doof neben der Tür, so macht man das dann anders. Kommt auch eine Tür rein. Ah, oh, kultig, kultig. Ne, alle Gothic-Freunde und so, die jetzt hier, die Leute hier mit, wenn ihr so Ringe in den Nasen habt und so, ne? Dann sagt er jetzt auch, boah, Alter. So.
Das ist schön. Das ist schön. Was wollte ich eigentlich machen? Ach ja. Jetzt baue ich da nämlich einen Holzrahmen rein. Aus so dunklem Holz. Da habe ich auch sogar noch zwei Wolle für. Oder machen wir jetzt da auch so einen Schrein hin? Ich weiß nicht. Geht das auch noch tiefer? Also sollte man auch vielleicht noch ein bisschen mehr aushöhlen. So. So ist das gut. Und wenn man hier noch so schwarz rumzieht oder sowas. Hier kommt auf jeden Fall in der Fußboden wird hier noch angepasst. So. Das Texture Pack gibt es ganz einfach auf minenarbeit.de/tp. Ne, wie Texture Pack. TP. Ne? Auch in der Navigation ist das auch. Solltet ihr eigentlich einfach finden, also gibt es doch jede Menge Informationen zu. Und wenn ihr dieses mit den Gestreiften und diesen Extras nicht so mögt, habt ihr auch die Möglichkeit, das Texture Pack ohne die modifizierte Wolle herunterzuladen. Das gibt es nämlich in zwei Versionen. Ne? Und ich schiebe da immer mal wieder neue Packs hinterher, also diese, wo wieder neue Sachen drin sind oder neue Experimente. Ich überlege jetzt gerade, also nicht wundern, ich überlege auch wirklich noch hier. Das sollten wir jetzt hier wegkloppen. Materialsparend. Haben wir denn noch auch nur zwei schwarze Wolle noch? Ach. Ja gut, aber ich habe noch Tintenfische. Also Tinte. Obwohl, das sieht gar nicht gut aus. Fällt gerade fest. Das sieht vielleicht besser aus. Wenn wir diese Wände auch noch hier in diesem Holz da aufbauen. So. Da oben kommt ja eine Decke rein. Ja, so kann man das machen. Hier unten kommt jetzt irgendwas anderes hin. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ach. Wir müssen auch mal P Bäume züchten. Ne? Mir geht immer dann das schöne Holz aus. Hier ist interessante. So, da habe ich immerhin schon zwei Inke. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe mal irgendwie getaucht nach Tintenfischen und war in dem Glauben, ich hätte die gar nicht gefunden. Und habe einfach mal so raufgehauen und plötzlich stelle ich zu Hause fest, dass ich irgendwie zwei Tintensäcke dabei habe. Das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. So, was brauche ich denn noch? Ja, machen wir die doch einfach mal. Wie geht das denn überhaupt? Also, oh, ist natürlich jetzt wirklich ziemlich teure Angelegenheit, die schwarze Wolle. Aber, ne, wozu sollte man sie sonst gebrauchen? Wollte halt mal sehen. Also mal da jetzt schwarz, also die Rückenweite. Ach, ja, weiß ich noch nicht so richtig. Das ist auf jeden Fall schön, wenn man hier so, weil da könnte man auch hier schon irgendwie so eine Art Schrein oder so. Aber ist auch ganz gut so. Und wenn man da jetzt noch einmal weghaut und Fackeln reinstellt oder sowas. Ach, da lasse ich mir einfach noch ein bisschen was einfallen. Wie man das irgendwie schön, fachgerecht, kultig irgendwie machen könnte. Ja, das ist kein schlechter Raum hier. Vielleicht können wir auch mal eben noch eine Tür bauen. Dann haben wir das auch erledigt. Das ist ja auch schön, die Türen, die ich hier in meinem Texture Pack habe. Die haben ja eher so einen rustikalen, ja, Eichencharakter. Die sehen auch wirklich stabil aus, finde ich. Das war meine Intention, als ich die gemalt habe, dass die Türen so ein bisschen wirklich mal kräftiger aussehen als diese komische schwedische Fichte oder was die dafür genommen haben im Original. Habe ich noch eine Platte da? Nee, habe ich nicht. Moment. Moment. Ja, ich sehe auch, dass jetzt gleich wieder die Zeit abgelaufen ist für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und ich lasse mir jetzt mal einfallen, was wir bei der nächsten Folge machen. Ich finde aber, in dieser Folge sind wir eigentlich auch ganz gut so, haben wir doch ein bisschen was erledigt, haben viel gesehen, haben gute Sachen nach Hause gebracht. Vielleicht bauen wir da hinten mal diesen Ausgangsbereich. Von hier aus könnte doch dann der Weg losgehen, da zu diesem, ja, vermeintlichen Hafenviertel. Den Hafen würde ich dann doch in der ersten Bucht bauen und dann müsste ich vielleicht da auch nochmal mehr erkunden fahren. Also, schauen wir nochmal, was sich da so tut. Ja, und bis dahin, macht es mal einfach gut und grüßt alle schön von mir, ne? Euer Vorbuhler von minenarbeit.de sagt Tschüss.